Hi moin, ich bin Carsten und da sage ich erstmal Hallo wieder aus meinem super Aufnahmestudio hier. Warte mal, ich sehe mal, dass das gerade hier irgendwie nicht so prall ist. So, top. Ja, damit ihr wisst, dass ich nicht nur Grütze erzähle, so dass ich ein klein bisschen Background über das Motorradfahren und Motorradschrauben schon habe. Werde ich euch mal erzählen, wie es bei mir angefangen hat. Und zwar bin ich das erste Mal selbstständig ohne jeglich fremde Hilfe mit 8 Jahren eine Simson Schwalbe gefahren. Ja, das war mein erstes Moped und die bin ich bei uns vor der Tür war ein Feld, da war ein Feldweg rum und da bin ich immer im Kreis gefahren. Und mit 12 oder 13 mein erstes Motorrad habe ich mir mit einem Kumpel zusammen gekauft und es war eine MZES 150. So, danach kam mit 14 glaube ich eine MZTS 150. Dann habe ich Führerschein gemacht mit 16, damals die, glaube ich, A1 oder was, hier die 125er. Da hatte ich eine TDR, eine 125er Yamaha TDR. War ein Top-Teil gewesen. Also damals waren Zweitakter, 125 Kubik, 15 PS. Als ich sie gekriegt habe, noch auf 80 km/h gedrosselt. Und naja, war nicht lange drin, die Drosselung, soll ich sagen. Und die, vor allen Dingen, man war ja unter den Kumpels so, wer ein Viertakter gefahren ist, der ist schon mal hinten gefahren. Wer Zweitakter gefahren ist, ist vorne gefahren, je nachdem, wie viel man denn da in den Motor investiert hat. Oder Einstellungsarbeiten an einer Auslaststeuerung wegen meiner oder was getätigt hat, ist dann halt weiter vorne gefahren. Nee, meine ist super gelaufen, top Ding gewesen. Und ja, dann bin ich die Lehre übergefahren, also die 3 Jahre, die man halt seine Ausbildung macht, oder 3,5, hatte ich das Ding, musste immer nach Potsdam pendeln, hat mir eben Kolben und Zylinder und kompletten Motor gekostet. Naja, und wenn ihr wissen wollt, warum, wie das alles zustande kam, Kommentare, Hashtag Motor. Dann kann ich euch das nochmal erzählen. Danach habe ich die 125er gegen Auto getauscht und bin eine Weile kein Motorrad mehr gefahren. Und dann fing irgendwie an, ein paar ehemalige Klassenkameraden von mir hatten sich Crosser gekauft. Der eine hat eine Suzuki 250er Zweitakt gehabt, welches Baujahr, keine Ahnung, so eine RM. Und der andere Schulkamerad hatte dann eine Yamaha YZ 250. Die natürlich bei mir vorbeigekommen. Ich war angefixt gewesen, ohne Ende. Wollte nur auch unbedingt so ein Teil haben. Damals habe ich mir noch überlegt, so, ja, ach, das ist ja cool, da kannst du hinten lang fahren und so. Hat mir sowieso mehr Spaß gemacht, wie Straße fahren. Komm, holst du auch so eine Karre. Und habe im Internet geguckt und habe gesagt, gut, 100 Kilometer maximal fährst du und 1500, damals dann waren es schon Euro gewesen, Euro gibst du dafür aus. Und ich habe genau ein Motorrad gefunden. Und hab mir gedacht, ja, die kaufst du und damit kannst du denn baden fahren und so, ja. Also, so, jetzt pass auf, was ich mir gekauft habe, eine Honda CR 500 von Baujahr 93. Das Ding war so böse gewesen. Ich hab sie mir gekauft im Januar, möchte ich meinen. Im Januar habe ich sie gekauft und im März oder April hatte ich sie das erste Mal anbekommen. Ich war total unbelegt, was sowas hier anbelangt. Der Typ hat gemeint, die hat ja schon Dampf drinne. Und dann meine Antwort darauf, naja, wenn mir so viel ist, sehe ich halt bloß Halbjahrs. Und da hatte ich sie das erste Mal angehabt. Und das ist wieder eine andere Geschichte. Ich erzähle euch mal die Geschichte vom Start
Vorgang der CR500, mal irgendwann in einem anderen Video. Auf jeden Fall solltet ihr eigentlich jetzt bloß ganz kurz sein, was ich für Mopeds gehabt habe und was ich gefahren bin. Also wie gesagt, die CR500 gehabt, irgendwann anbekommen, irgendwann Kontakte zu unserer... Also jetzt wisst ihr gleich, wo ich herkomme. OPR Enduro Team, zu unserem OPR Enduro Team sind entstanden, denn mit den Leuten dann zum Herrentag im Wald ein bisschen rumgefahren auf irgendwelchen abgesperrten Übungsstrecken von vom ADAC oder irgendwie sowas gefahren. Denn irgendwann durch dieses Enduro Team bin ich mal irgendwie so ein ADAC Ding mitgefahren, so ein 3-Stunden Enduro mit der CR im Team. Mein Teamkollege hat damals eine XT, glaube ich, gefahren. Also ein richtig altes Ding. Also ja, gut, die CR war ja auch alt. Und dann war ich angefixt. Dann bin ich die CR eine Weile gefahren, bis das Motorrad mich dann irgendwann nicht mehr mochte. Dann, die hat mir einfach schlichtweg das Schlüsselbein gebrochen und danach war, irgendwann war sie dann auch hin gewesen. Also da, wie gesagt, ich hatte keinen Plan, ich habe die Luftfilterflehe nicht vernünftig, ich habe gedacht, das war, ist halt kaputt gegangen. So, der ärgert mich heute noch drüber. Und danach, mein nächstes Moped war dann, KTM EXC 250 von Baujahr 2002, die bin ich gefahren, die hat lange Zeit sehr gemocht, bis ich dann mal eine Husqvarna WR 250 gefahren bin. Die habe ich dann noch mehr gemocht, deswegen habe ich sie mir dann auch gekauft. Die war dann Baujahr 2007. Ja, und das war mein letztes Stollenmoped. Mit den beiden Mopeds bin ich gefahren, Clubmeisterschaften und so, naja, MSC Cup, Enduro bin ich gefahren, den ADAC Berlin-Brandenburg Cup bin ich gefahren, über ein paar Jahre. Wir haben, glaube ich, siebenmal am 24-Stunden-Enduro teilgenommen, hier in diesem Endurance Day. Ja, und dann meinte mein Arzt irgendwann, ja, das ist alles nicht so gut und so. Und ich habe mich körperlich mal eine Zeit lang nicht ganz so gut gefühlt. Und ja, was soll ich sagen? Da habe ich das mit diesem Fahren, mit diesem aktiven Enduro- und Motocross-Fahren halt dann sein gelassen. Habe meine Motorräder verkauft. Und hatte dann wieder ein S51. Mir gekauft billig irgendwo und hab mir den ein bisschen aufgebaut, ein bisschen schick gemacht, bin dann eine ganze Weile rumgefahren. Allerdings ist es bei mir, ich bin ja sehr groß. Also was heißt sehr groß? Ich habe halt knapp meine 2 Meter. Wenn ich auf dem Moped sitze, auf so einem S51 Simson, kann ich mir mit den Knie die Ohren zu halten. Das sieht natürlich aus wie Münchhausen auf Kanonenkugel, wenn ich auf dem Ding sitze. Und ich hatte zu der Zeit noch eine alte MZ 125 ES, eine ES, ja. Der war aber war wirklich ein Scheunenfund gewesen, war nicht mehr viel mit los gewesen. Mein Moped bin ich so lange geritten und da ich ja nun nicht so viel gerne Straße fahre, bin ich doch viel hinten lang. Also war auch nicht mehr viel Jute dran gewesen. Der Teig dann eingetauscht gegen eine Yamaha Division 600. Also die mit der Halbschalenverkleidung. Die fahren vielleicht ein Jahr und dann habe ich gemerkt, dass auf der Straße fahren für mich einfach nichts ist. Ich fahre da, klar, ich kann auch fahren, ich kann ja die Verkehrsregeln, ich habe ja einen Führerschein. Aber es macht mir keinen Spaß. Ich kann nicht, jeder kann auf der Straße schneller fahren wie ich. Ich ziehe vor jedem Supermoto-Fahrer, der in der Kurve richtig anrauchen lässt, ziehe ich echt einen Hut. Das konnte ich noch nie und ich werde das sicherlich auch nie können. Also habe ich das Ding ins Internet gesetzt, habe es wieder verkauft und habe mir jetzt für mich, mein momentan, und ich denke, das wird auch so eine ganze Weile bleiben, mein Traum-Moped gekauft.
Und wenn ihr wissen wollt, was das für ein Moped ist, dann müsst ihr auf das nächste Video warten. Oder ihr guckt mal in meine Profil hier bei YouTube. Oben hier dieses große Hintergrundbild. Da lässt sich erahnen, was das für ein Moped ist. Hat auf jeden Fall drei große Buchstaben. Gut, nichts weiter. Nächstes Mal mache ich euch auf jeden Fall ein Video von meinem Moped und zeig euch. Ich guck gerade nach rechts, weil da steht sie. Und zeig euch, was ich mir gekauft habe, was ich bis jetzt angebaut habe. Also ich habe sie im fast Originalzustand gekauft. Hab schon ein paar Sachen angebaut. Es kommen noch ein paar mehr Sachen. Und wie gesagt, ich laufe mit euch rum um das Moped. Ich zeige euch alles, was ich gemacht habe bisher. Und alle zukünftigen Sachen, die an den Moped rankommen, möchte ich natürlich gerne mit euch besprechen. Und ja. Bis zum nächsten Mal.